Männchen. Achso, es lädt gerade. Warum ist denn das Bild der Bildschirm jetzt schwarz? Wartet mal. So, Ton erstmal aus. Wir hatten jetzt den ersten Anruf und zwar bei Pure. Wegen den ganzen Störungen und so weiter. Wir testen jetzt nochmal unsere neue Fritzbox. Die andere geht dann, ist wohl doch Meetings und kein eigenes, ist ja auch egal. Jedenfalls geht die dann hoffentlich zurück, wenn alles funktioniert. Der war auch nett am Telefon. Ruft morgen nochmal an, wenn alles funktioniert und wegen auch Rückgabe und so weiter. Und mit diesem Fernsehdings darum, das geht auch zurück. Bezahlt das schon gar nicht mehr. Und das, was ich gedacht habe, was das denn mit Fernsehen ist, das hat damit gar nichts zu tun. Also es ist was ganz anderes gewesen. Das wäre aber auch irreführend. Hat der auch selber gesagt, was total verwirrend sein kann. Alles gut. Und ich spare mir nochmal 5 Euro, wenn diese Fritzbox zurückgeht. Und die neue nicht funktioniert. Das versucht er jetzt gerade. Das heißt, ich habe jetzt hier kein Internet. Ich kann die blaue Truhe, die ich schon gefunden habe, nicht öffnen. Aber ist egal. Ja, dann hoffen wir mal, dass es klappt. Und dass es dann diese Ausfälle nicht mehr gibt. Scheiden. Gucken wir mal. Und erst dann kann er auch sehen, ob irgendwas an der Leitung nicht funktioniert oder sonst irgendwas. Muss man dann gucken. Genau. Ah, der war nett. Der war wirklich nett. Und dann müssen wir nachher den Stellberater anrufen. Also heute telefoniert, das wollten wir gestern schon machen. Da war aber anderes Chaos. Ja. Mal gucken, ob wir nachher tatsächlich mal essen gehen. Geplant war es für heute, weil ich erfahren habe, dass hier um die Ecke so ein Mittwochs Chicken Wings All You Can Eat Tag ist. Gucken wir mal. Und dann ist der gerne Chicken Wings. Ich nicht so, aber da gibt es da sicherlich auch was anderes. Und wenn nicht, gibt's da esse ich ein bisschen was mit und dann ist gut. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Und ich habe gestern auch wieder meine Saftlimo gefunden. Ich habe mir gedacht, es wäre eine größere Flasche gewesen, aber ist ja gar nicht. Ich habe es beim letzten Mal auch nicht gefunden. Kann sein. Möglich. Jetzt weiß ich ungefähr, wo es steht. Ich hoffe, ich merke mir das im Marktkauf. Die bauen da ja sowas von um. Die haben eine provisorische Fleischtheke da jetzt. Ich dachte, das Fleischtheke wäre ganz zu. Aber dann, die bauen da gerade richtig dort um. Neue Kühlteile und so weiter sind immer ausgelaufen. Deswegen braucht es jetzt wahrscheinlich neue. Deswegen basteln die da ganz, ganz viel um gerade wieder mal. Ja, man darf jetzt erstmal suchen, wo alles ist. Aber wird schon. Kriegen wir schon hin. Genau. Wie gesagt, ich spiele jetzt hier, während ich da nicht am Rechner sitzen kann. Heute ist sowieso so ein bisschen so Merkstag. Ich weiß auch nicht. Bisschen Kopfschmerzen vorhin schon gehabt. Was für heute nicht so ein toller Tag ist, aber egal. Man macht das Beste draus. Dann muss man eben ein bisschen Slow Motion machen. Ist eh noch Urlaubsmodus, ne? Die nächste Woche wird es genauso sein und danach starte ich wieder richtig durch mit morgens eine Runde laufen und bla bla bla. Das mache ich jetzt alles zwar nicht, weil ausschlafen. Oh, apropos ausschlafen. Mit Unterbrechungen habe ich dann bis um 9:30 geschlafen und irgendwann kam Teddy zu mir kuscheln. Also öfter, aber heute Morgen nach dem Frühstück kam man zu mir kuscheln. Und ist da quasi in meinen Armen eingeschlafen, auf dem Rücken liegend. Als ich aufgestanden bin, hat er kurz geblinzelt, dann blieb trotzdem liegen. Das sah so süß aus. Ja. So putzig. Ja, mag sowas. Na gut, ich mache jetzt hier weiter, während Daniel doch da die. Was macht die Lampe? Wartet, bis die Lampe nicht mehr blinkt beim Router. Das kann nur ein bisschen dauern. So, ich weiß gerade nicht, ob ich schon von der Steuerberaterin erzählt habe, dass wir über eine Stunde telefoniert haben. Ich glaube, Daniel ist ein bisschen schlimmer getroffen als mich. Was alles zu machen und zu tun ist. Ich habe aber auch einiges noch zu tun. Das müssen wir alles nächste Woche machen. Genau. Da ist noch ordentlich was zu tun. Aber ist ja okay. Manches ist nur einmalig und manches muss man halt dann für die nächsten Jahre auch machen. Das heißt, da muss ich ja für 23 schon noch was machen. Wir sind ja bei 22 noch. Im Prinzip ist Ende des Monats noch Zeit, irgendwas abzugeben, also bis beim Finanzamt abzugeben. Sie ist aber dann schon wieder im Urlaub. Also haben wir bis so und so viel Zeit. Wir wollen es aber dann bis nächste Woche fertig haben, damit sie auch Zeit hat, alles zu machen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt zum ersten Mal mit ihr telefoniert, also zusammen. Die ist echt nett. Quatsch viel Wasserfall, aber. Man kommt kaum zu Wort. Aber ansonsten Wahnsinn, was die noch alles so sagt und das und jenes und irre, wirklich, das hat man überhaupt nicht. Da fühlt man sich gleich viel, viel aufgehoben, da muss ich sagen. Nur was ihmchen hier betrifft, seine Pfote ist schon wesentlich besser. Den Kragen haben wir gestern schon gemacht. Und Verband oder sowas brauchen wir auch nicht drum machen wahrscheinlich, weil das ist schon ein bisschen zurückgegangen. Es ist nicht mehr so knallrot. Und es tut ihm auch nicht weh, wenn man es anfasst, also wenn man rüber streicht. Da kriegt auch kein Schmerzmittel von uns. Wir sollten ja nicht Schmerzmittel geben. Ich glaube, sie bei
Irgendwas braucht er nicht, weil sonst würde er die Pfote auch zurückziehen, wenn es weh tut oder sonst wie. Also, nee, klar, wahrscheinlich doof und überhaupt. Ein bisschen weh tut es bestimmt, aber nicht so, dass er Schmerzmittel braucht. Jetzt nicht mit irgendwelchen Zöpfelpumpen. Genau. Wahrscheinlich auch ohne Söckchen oder so. Mal gucken. Das ist ja keine offene Wunde. Wird schon. In ein paar Tagen ist das auch wieder erledigt. Jo, Rechner aus. Wir haben doch schon 18 Uhr. Wahnsinn. Warum rennt denn die Zeit ja schon wieder so? Naja, wenn man zwei relativ lange Telefonate führt mit Bio und Steuerberaterin, dann ist alles schon wieder viel Zeit vorbei. Und wir gehen heute nicht zu diesem Restaurant, gelingen Sie. Da hat er keine Lust. Und es ist ja eher was für ihn als für mich. Weil er eher die schicken Wings isst und ich, naja, geht so. Aber es ist halt immer nur Mittwochs. Das heißt, wir versuchen uns dann nächste Woche nochmal. Ich schreibe mir das nochmal ins Handy, jetzt vergesse ich es ja auch wieder. Dass wir das dann nächste Woche nochmal in Angriff nehmen, eventuell. Jo. Schauen wir mal. So. Ich werde jetzt lesen. In der Welle habe ich gespielt, das reicht. Und jetzt werde ich weiterlesen. Im Erdbeerversprechen. Genau, ich muss noch. Ich will auch Reader wieder ein bisschen mehr nutzen. Muss ich mal gucken, wie das alles so vonstatten geht. Einfach zu viel, was ich machen will. Und so ist die Zeit immer so kurz am Tag. Der Tag hat eindeutig zu wenig Stunden, das ist mal Fakt. Aber das ist wahrscheinlich bei jedem so, ne? Von daher, die Bälle sind so auf Kuschelkurs. Keine Ahnung. Teddy krallt jetzt auch wieder auf Daniels Bauch rauf, was er schon lange nicht mehr gemacht hat. Was Daniel schon geärgert hat, kommt gar nicht mehr kuscheln, jetzt schon. Und ja, ich muss mir immer meine Haare wegbinden, die nerven mich heute ein bisschen. Und dann werde ich jetzt entspannen und lesen. Ja. Vielleicht noch Abendbrot machen und ansonsten nur noch lesen. Genau.